Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal mit Klopporix Maximus. Ich glaube, von allen Escape-Spielen, die ich hier schon so habe, wird es sicherlich das längste Spiel sein. Ich habe von Escape Quest schon mal ein Spiel gespielt. Ich selbst habe daran mehrere Tage gespielt. Dementsprechend mal gucken, mit der Kamera wird es eventuell noch etwas länger dauern. Entkomme den Hexen von Salem ist unser Auftrag. Dieses Buch ist komplett durchkoloriert. Ich finde es auch immer sehr schön gestaltet. Und hier seht ihr schon, allein wenn ich euch das vorlese, wir haben ja ganz unterschiedliche Hinweise, ganz unterschiedliche Abenteuer zu bestehen. Hier sind noch Sachen auszuschneiden. Ich werde hier ein wenig zu tun haben. Ich erstelle euch wieder eine Playlist für die alten Hasen. Wenn ihr mal ein paar Folgen verpasst, könntet ihr einfach nacheinander durchgucken. Ansonsten gerne abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr keine Folge verpasst. Die Uploads halten, schreibe ich euch in die Infobox. Jo, für alle, die noch gar keine Exit-Games kennen, die können sich gerne meine anderen Videos dazu anschauen. Oder halt hier nur die erste Folge, wer nicht gespoilert werden möchte, guckt dann nicht weiter. In der ersten Folge erkläre ich euch so ein bisschen die Spielweise. Wir gucken uns die ersten Seiten an. Hier werde ich ein bisschen was zum Vorlesen haben und das Video wird höchstwahrscheinlich ein bisschen länger, weil ich würde euch ja schon wenigstens gern das erste Rätsel im ersten Video zeigen. Wer dann sagt, okay, ich bestelle mir das, dann kann das gern über meinen Link tun, packe ich euch in die Infobox. Dieses ganze Büchlein im A4-Format kostet 10 Euro. Ja, also ich finde, hier bekommt man was für sein Geld. Jo, und wenn ihr dann sagt, okay, ich spiele das Ding alleine, dann guckt euch bitte die anderen Folgen nicht an, damit ihr nicht gespoilert werdet. Einige haben sich angewöhnt, die Spiele zu kaufen, für sich zu spielen oder halt die Weihnachtskalender und sich danach mein Video anzuschauen, entweder weil sie vielleicht nicht weiterkommen und zu gucken, wie ich das gemacht habe oder um halt zu schauen, wie ich mich angestellt habe, ob ich es auch schnell raus hatte, ob ich es langsam raus hatte, ob ich Hilfe gebraucht habe. Alles ist möglich. Hier bei uns, bei YouTube, ist alles möglich. Das Wichtige ist, dass wir ein bisschen Spaß haben und ihr könnt mir dabei zugucken, wie ich diese Escape-Spiele löse. Jo, ich habe auf jeden Fall noch eine große Auswahl an anderen Spielen. Die nächsten Monate könnt ihr immer wieder reinschauen, um zu gucken, ob ein Spiel für euch dabei ist, was euch interessiert. Ja, und ich würde sagen, ich lege jetzt einfach los, weil ich habe ganz schön viel zu lesen. Also, wie gesagt, so in meiner Idee erschlägt mich das Buch ein bisschen, weil ich denke, es ist von allen Spielen das Größte. Ein Mega-Monster an Escape-Spiel. Wir werden sehen, wie viele Folgen ich drehe und wie viele Tage ich eventuell dafür brauche. Ich erzähle es euch dann immer so ein bisschen in den Videos, wenn irgendwas passiert ist, wenn ein neuer Tag angebrochen ist und ich das eventuell nicht geschafft habe, am Stück abzudrehen. Und ich würde sagen, ich lege jetzt los. Wir sehen uns gleich an meinem Schreibtisch und dann geht's los mit der ersten eigentlichen Folge. So, ihr Lieben, Hallihallö, Hallöchen. Ihr habt abgestimmt und ihr habt euch gewünscht, entkomme den Hexen von Salem. Ein Escape Quest für ab 12 kriegen wir hin. Mindestens ein Spieler. Spieldauer etwa 3 Stunden. Ich vermute, mit dem ganzen Vorlesen und Zeigen wird es wahrscheinlich mehr. Ist von Ullmann Medien. Von Ullmann hatte ich auch schon einige verschiedene Spielbücher. Und das Coole ist, das ist ja hier A4. Ja, kostet 10 Euro. Das Baby ist wirklich wunderschön illustriert. Mir gefällt das sehr. Und ja, allerdings werden wir hier eventuell nicht ganz so viel zu basteln haben. Also die Gimmicks sind jetzt nicht ganz so aufsehenserregend wie bei Kosmos, aber trotzdem hat man hier einen schönen Spielspaß. Und ich würde sagen, heute in der ersten Folge gucken wir uns erstmal ein bisschen die Anleitung an. Ich denke mal, wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass die Videos so 30 Minuten lang wären.
dass wir das hier ein bisschen gemeinsam kennenlernen. Und jo, dann, ich bin schon total gespannt, was wir in der Zeit überhaupt schaffen. Wir beginnen mal. Hier ist auf jeden Fall noch was, was wir auftrennen müssen. Das tue ich schon mal. Ich meine, wir können das ja trotzdem zur Seite legen, selbst wenn wir das nicht brauchen. Das ist übrigens hier so ein schöner, ach, wie heißt denn der Effekt? Dieser Roseneffekt. Der ist mir zum ersten Mal aufgefallen bei, die Shades of Grey Bücher hatten das, diesen komischen matten Effekt, was sich so ein bisschen anfühlt wie eine Rosenblüte. Falls ihr auch vorstellen könnt, was ich damit überhaupt sagen möchte. So, hier hinten haben wir auch noch ein bisschen was. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe schon eins von diesen großen Spielbüchern gespielt. Deswegen gehe ich hier schon mal sehr sicher an das Auftrennen heran. Und hier sehr coole Kärtchen. So. Hinten ist streng vertraulich. Das sind dann die Lösungen. Und ich glaube, jetzt, wo wir das soweit haben, können wir ja beginnen. Spiel und Illustration von Julian Mindel. Und hier begibt sich ein einsamer Wanderer nach zur Witch Tour. Salem Witch Tour, ne, ob er sich das gut überlegt hat. Die Spielregeln. Du hältst eine völlig neue Art von Buch in den Händen. Damit du möglichst viel Spaß beim Spielen hast, solltest du die folgenden Regeln befolgen. Lies dieses Buch bitte nicht einfach wie ein normales Buch. Alle Seiten sind nach einer bestimmten Methode geordnet und aufgebaut. Blättere nicht einfach herum, so wie wir das getan haben, sofern du nicht dazu aufgefordert wirst. An der vorderen und hinteren Umschlagklappe des Buches findest du heraustrennbare Spielelemente. Löse sie vorsichtig an der Perforierung. Na, das haben wir schon. Du wirst in diesem Buch regelmäßig auf Zeilen stoßen, die man versteckt, dann wieder ganz offensichtlich zu erkennen sind. Manchmal ergeben sie sich aus der Lösung eines Rätsels. Diese Zahlen verraten, auf welche Seite du als nächstes gehen musst, um das Abenteuer fortzusetzen. Wenn du eine neue Seite aufgeblättert hast, siehst du oben links oder rechts eine oder mehrere Zahlen. Die sind die Seitenzahlen. Das sind die hier oben. Die dich zu der aktuell aufgeschlagenen Seite geführt haben. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, hast du einen Fehler gemacht. Das ist also quasi unsere Kennziffer. Ne? Wenn ich hier bin, steht hier, du kommst von Seite 58, 59, denn wir sind hier in Wirklichkeit auf Seite 46. So, und wenn das stimmt, dann wissen wir, dass wir die richtige Lösung gewählt haben. So, bei einigen Rätseln wirst du dazu aufgefordert, das Spiel oder die Spielelemente zu benutzen. Du kannst sie knicken, zerreißen oder beschreiben. Du kannst aber auch speziell dafür vorgesehene Buchseiten am Buchende verwenden, um dir Notizen zu machen. Die sind dann... Oh, Entwürfe. Die sind dann hier. So, einige Ratschläge. Damit das Spiel spannend bleibt, raten wir dir beim Lösen der Rätsel nicht durch das Buch zu blättern. Anders als bei den meisten Escape Games stehst du hier nicht unter Zeitdruck. Nimm dir ruhig so viel Zeit, wie du brauchst, um das Rätsel zu lösen. Versuche ruhig, alle Rätsel allein zu lösen. Manchmal ist es aber hilfreich, auf die Sichtweise von anderen zurückzugreifen, um sich aus einer komplizierten Lage zu befreien. Zum erfolgreichen Lösen aller Rätsel in diesem Buch brauchst du nichts anderes als deine grauen Zellen und einen Stift. Du kannst aber auch Telefon, Internet oder andere Hilfsmittel zu Rate ziehen. Und wir sind allein. Und wie ihr sehen könnt, ich habe ein wenig etwas vorzulesen heute in der ersten Folge. Salem, die Stadt der Hexen. Schon lange hast du dich darauf gefreut, die sagenumwobene Stadt, die 1626 von Roger Conant gegründet wurde, zu besuchen. Bei eurer Ankunft wird deine Touristengruppe von einem gut gelaunten Guide in Empfang genommen, auf dessen Kopf ein kitschiger Hexenhut aus Samt thront. Ein vielversprechender Anfang. Du rückst deinen Rucksack zurecht und kannst es kaum erwarten, auf Entdeckungstour zu gehen. Nach all deinen Recherchen in zahllosen Büchern glaubst du, alles über diesen Ort, den großen Hexenprozess von 1692 und die Hexenverfolgung zu wissen.
Endlich ist der Tag gekommen, an dem du all die Orte, die du beim Lesen bereits erkundet hast, mit eigenen Augen sehen wirst. Wie aufregend! Deine Begeisterung lässt jedoch rasch nach, denn die Tour nimmt eine unerwartete Wendung. Seinem Hexenhut zum Trotz scheint der Guide nicht besonders erpicht darauf zu sein, das Wichtigste aller Themen anzusprechen. Momentan hält er sich mit der wirtschaftlichen Vergangenheit der Stadt auf. Wusstest du beispielsweise, dass Salem gegen Ende des 18. Jahrhunderts den 6. größten Hafen des Landes besaß? Dass die Kabeljaufischerei dank des Exports nach Europa jahrelang die Haupteinnahmequelle war und dass der Handel zwischen Neuengland und China an diesen Docks quasi seinen Anfang fand? Vielleicht hattest du es tatsächlich bereits irgendwo gelesen, um dann schnell umzublättern und mehr über Hexen zu erfahren. Aber bei diesem Guide musst du dich in Geduld üben. Hexen sind beileibe nicht sein Lieblingsthema und so hörst du ihm 20 Minuten zu, wie er voller Enthusiasmus vom Kabeljauhandel zwischen Salem und Europa erzählt. Stell dir nur vor, die Fischerei war für den Staat Massachusetts von derart großer historischer Bedeutung, dass man in Massachusetts State House in der 20 Kilometer entfernten Bundeshauptstadt Boston eine 1,5 Meter große Kabeljaustatue aus nur einem Stück Kiefernholz errichtete. Ist das nicht unglaublich? Man nennt sie den heiligen Kabeljau von Massachusetts. Ich glaube, wenn ich das noch einmal aussprechen muss, dann bricht mir die Zunge. Bei diesen Worten fängt der Guide an zu lachen und übertönt deinen müden Seufzer. In der Broschüre war doch die Rede von einer Salem-Hexentour. Wer in aller Wildwende in einer halbe Stunde lang Geschichten über Kabeljau hören? Vielleicht ist er dem falschen Guide gefolgt, wobei der hat einen Hexenhut. Naja, das genug. Dafür bist du nicht hergekommen. Bei einem kleinen Abstecher zur Ecke Essex Street und Hawthorne Boulevard nutzt du die Gelegenheit und lässt den Rest der Gruppe in Richtung Salem Maritime National Historic Site weiterziehen, wo sie sicher eine Menge leidenschaftlich vorgetragener Informationen über den Rum- und Baumwollhandel erwartet. Das ist aber sicherlich auch spannend. Doch dir ist das Schild Salem Witch Museum nicht entgangen. Du wendest dich nach links und kehrst auf den Boulevard zurück, wo du schon bald von einem hohen neugotischen Gebäude stehst, das früher offensichtlich eine Kirche war. Auf dem Vorplatz begrüßt dich eine Statue des Stadtgründers und die Inschrift auf dem Portalgiebel bestätigt, dass du vor dem gesuchten Museum stehst. Alles scheint verlassen. Nach einer Weile wirst du es leid, am Schalter auf einen Angestellten zu warten und beschließt einfach hineinzugehen. Da nimmt das Schicksal sicherlich seinen Lauf. Die Tür steht bereits ein Spalt offen. Süße Euphorie durchströmt dich. Endlich, das Abenteuer kann beginnen und du hast das Museum vermutlich ganz für dich allein. Das sieht auch schon mal sehr gut aus. Der Hexeneingang. Nun befindest du dich also im Inneren des Museums. Das Hineinschlüpfen durch die unbewachte Tür macht den Besuch noch aufregender. Allerdings hat es auch seine Nachteile, sich wie ein Dieb hineinzuschleichen. Hier gibt es keinerlei Hinweise, wie du zu den Ausstellungsräumen gelangen kannst. Du stehst in einem von verschlossenen Türen gesäumten Flur und öffnest wahllos eine der Türen. Dahinter verbirgt sich eine stinknormale Besenkammer. Die zweite Tür offenbart dir einen Elektronikraum voller Computer, die dritte einen Wandschrank, in dem die Uniformen der Reinigungskräfte hängen. Hinter der vierten Tür entdeckst du eine Abstellkammer, die bis auf einige Kartons vollkommen leer ist. Anscheinend lässt das Abenteuer noch ein wenig auf sich warten, zumindest falls auch die fünfte und letzte Tür sich nicht als die richtige erweist. Sollte dem so sein, musst du wohl oder übel zurück, was sehr enttäuschend wäre. Voller Hoffnung drückst du daher die Flügeltür vor dir auf, die schwerer als die vorherigen Türen ist. Mit lauten Knarzen öffnet sie sich und gibt den Blick auf eine viel größere und vollere Rumpelkammer frei. Könnte dies ein Lagerraum des Museums sein? Mehrere Puppen und Statuen ragen aus einem Chaos aus Bildern, Schildern und verschiedenen Aufstellern heraus. Ein seltsamer Beginn für deinen Besuch, aber wenigstens hast du etwas gefunden, das sich erkunden lässt. Besonders ein Möbelstück, auf dem lauter seltsame Objekte stehen, erregt deine Aufmerksamkeit. Die Nachstellung des Arbeitstisches einer Hexe. Wieso befindet sich ein derartig faszinierendes Ausstellungsstück in der Abstellkammer und wird den Besuchern vorenthalten? Du hast nicht die geringste Ahnung, aber was soll's. Hier kannst du den Tisch zumindest in aller Ruhe bewundern. Außerdem musst du noch einen Weg in den Rest des Museums finden. So, das ist also der coole Tisch und mir scheint, dass das auch schon unser erstes Rätsel ist irgendwie, denn hier ist der Text zu Ende und hier steht, man kommt von Seite 57.
auf diese Seite. So, das heißt, wir sind hier schon an einem Punkt angekommen, wo wir rätseln müssen. So, ich habe euch mal aus der Verankerung genommen. What? Das fängt ja gut an. Also, das können wir nicht lesen, ist aber eine sehr nette. Achso, die hat ja auch noch eine Nase. Das erinnert mich ein bisschen an Harry Potter. So, Kerzenleuchter, drei Kerzen, ein Rabe. Hier haben wir Augen, einen, ein paar Blümelis. Fire Exit, so. Und dann haben wir das da. M Herz 8. Fragezeichen. Also diese Stelle müssen wir herausfinden. Und diese Stelle müssen wir herausfinden. Müssen wir irgendwas zählen? Wie viele M's gibt es hier? Gar keins. Wie viele Herzen gibt es hier? Wieso ist das und das umgedreht? Das und das scheint dasselbe Symbol zu sein. Das geht ja gut los. Also die Symbole scheinen aus meiner Perspektive auch für nichts zu stehen. Wir haben ein M, ein Herzen 8, Fragezeichen und irgendein Zeichen, was mir nicht bekannt vorkommt. Und ein Eis. Also hier sieht es so aus wie ein Piktogramm für einen Krähenschnabel mit zwei Augen. Und jetzt hätte ich gesagt, wie viele Herzen gibt's? Aber also wenn ich das drehe oder wenn ich es auf den Kopf stelle, das ändert halt quasi nichts. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon am ersten Rätsel scheitere. Wisst ihr wie? Aber es ist so. Es ist so. So, es ist leider so. Ich glaube aber, das ging mir bei meinem ersten Rätsel, also bei dem letzten Buch auch schon so. Weil man hier teilweise eine ganz andere Rätsellogik hat, als die man vielleicht gewöhnt ist. Falls ihr es bohren hört, wir haben immer noch unten die Handwerker in unserem Haus. Die haben sich die Wohnung irgendwann im November angeschaut und heute ist jetzt Februar. Also ich bin gespannt, wann die einziehen wollen, beziehungsweise wann die Wohnung fertig ist. So, das ist jetzt, wir haben die Nummer 8
und wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an. So. Hier haben wir erstmal den Hinweis. Seht ihr das? Sieht ihr das Schild im Hintergrund an? Was wäre, wenn es doppelt so viele Informationen enthielte, wie nötig sind? Wenn es doppelt so viele Informationen enthielte, wie nötig sind. Was? Ja, auch wenn ich es verdopple oder also was? Oh je! Wenn es doppelt so viele Informationen enthielt, wie nötig. Ah, jetzt habe ich es verstanden. So, ich hoffe, ihr könnt sehen. Ich muss halbieren, so scheint mir. Also wenn ich hier halbiere, dann kommt hier eine 1. Und wenn ich hier halbiere, kommt hier eine 2. Und wenn ich hier halbiere, kommt hier eine 3. Und wenn ich hier halbiere, kommt hier eine 5. Ha! So. Und wenn ich hier halbiere, kommt hier halt wieder eine 5, ne? Wenn ich hier halbiere, kommt hier eine 6. Wenn ich hier halbiere, eine 7. Dann wird das sicherlich die 8 sein. Und wenn ich hier halbiere, kommt hier eine 9. Ich hoffe, ihr seht das. Die Lösung ist also die 48. Ich weiß zwar nicht, warum die 5 doppelt sind. Vielleicht, weil sie keinen Platz für eine 10 hatten. Oder... keiner. Das hat auf jeden Fall, das hat gedauert und wir haben schon den ersten Hinweis gebraucht. Ich weiß gar nicht, ob ich Buch führen soll, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich muss mir das bloß merken, weil ich diese Videoreihe nicht schaffen werde, an einem Tag abzudrehen. Ja, hoffentlich versteht die Zukunft Susan auch noch das, was die Gegenwart Susan so tut. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal auf Seite 48. Ah, wir sind auf jeden Fall schon mal richtig. So, und zwar steht hier oben, wir kommen sozusagen von Seite 8. Das ist schon mal gut. Und wir lesen mal noch den Text. Notevakuation. Diese maßstabsgetreue Reproduktion eines echten Hexenlabors ist ein kleines Schmuckstück. Alles ist vorhanden, von Zauberbüchern, Herbarien, Destillierkolben und Glasfläschchen bis hin zu ausgestopften Tieren. Du hättest das Ganze noch stundenlang betrachten können, um auch noch das kleinste Detail zu entdecken, aber der Klang von Schritten im Wartungsraum hinter dir bringt dich zur Vernunft. Oh oh. Zwei Männerstimmen zweifellos wachen, kommen näher. Wenn du nicht entdeckt und rausgeworfen werden willst, musst du einen Weg finden, von hier wegzukommen. Glücklicherweise geht die Sonne gerade weg und es wird dunkel. Glücklicherweise entdeckst du einen Ausgang, den du zuvor nicht wahrgenommen hattest. Die Stimmen nähern sich weiterhin und dir bleibt keine Wahl. Du stürzt auf die Tür zu, die zufällig offen steht, und läufst die Treppe dahinter hinauf. Auf dem Treppenabsatz hörst du, wie die beiden Männer die Abstellkammer betreten. Einige Sekunden später hätten sie dich erwischt. Nun, da du in Sicherheit bist, nimmst du dir die Zeit, den Plan zu studieren, der vor dir an der Wand hängt. Wenn es dir gelingt, die Symbole zu entschlüsseln, kommst du vielleicht zu den Ausstellungsräumen. So. Okay. Ach so, hier unten ist dann unser Ergebnis. Und ich würde sagen, hier würde ich sagen, das kommt dreimal vor. Diesmal würde ich wieder mit meiner Zahlenspielerei. Wieso habe ich eigentlich immer keinen Bleistift zur Hand?
Braucht man als Lehrer denn keine Bleistifte? Offensichtlich nicht. So, hier habe ich noch einen Rotstift zum... Ja, na gut. So, also, seht ihr? Ja, ihr seht ein bisschen was. Also, das hier müsste ein 3 sein, theoretisch. Und die kommen auch 3-mal vor. Und die kommen auch 3-mal vor. Das kann es ja nicht sein. Bei 333 plus 333 plus 333 würden ergeben 999. Oder hat das gar nichts mit der Anzahl, weil wenn ich hier die verbinde, dann kommt halt maximal eine 1 vor. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die blauen verbinde, dann kommt halt keine sinnbegabte Zahl bei raus. Ich muss sagen, mit dem großen Buch fällt es mir diesmal wirklich schwer, die Kamera irgendwie so aufzustellen, dass ihr alles mitbekommt. Vielleicht. Es muss ja. Und wie kann ich euch denn hinstellen, damit das hier was wird? Also da haben wir hier heute auf jeden Fall noch ein bisschen. So, ich habe ja von Ikea so einen. Vielleicht funktioniert das. Das war die falsche Seite. Das war die letzte. So, wo waren wir nochmal? Wir waren auf Seite 48. Ne? Das ist heute etwas dilettantisch. So, fürs Erste geht das. Nehmen wir mal an, wir beschränken uns nur auf diese mathematische Aufgabe. Das klappt sicherlich losgelöst. Dann frage ich mich aber, wozu quasi die ganze Zeichnung? Ist es sozusagen nur, damit es nett aussieht? Aber gut. So. So funktioniert es fürs Erste. Also, da müssen wir mal unser mathematisches Genie anstrengen. Aber ich kann mir aktuell nicht vorstellen, welche Rechenoperation dazu führt, dass hier dreimal dieselbe Zahl, das ist ja, muss ja auch dasselbe geben. Also wenn das 1 wäre, 1 plus 1 plus 1, das ist hier eine 3. 2, 6, 3, 9, 4, 4, 4, 12, 5, 5, 5, 5. Jetzt habe ich es. So. Es muss also 555 bei rauskommen. So, das sind also 15. Wir haben eine 1 von der 15. Aber welche Zahl muss dann das sein, um auch auf 5 zu kommen? Das geht ja nicht. Habe ich jetzt einen Denkfehler? Wenn das eine 1 ist, dann haben wir 1, 1, 1 plus 15. Dann hätten wir aber auch aus einer 5. Also 15 plus 15 ist 30 plus 15 ist 45. Genau, ich habe ein Problem mit dieser 5. Außer es sind 8. 8 plus 8 plus 8.
80 plus 80 plus 80 wäre 240 plus die 10, die noch übrig sind, sind 250. Also sind das hier 8. So. Und was habe ich gesagt? Das sind, ja, und dann ist das hier eine 1. So, und damit das auch jeder nachvollziehen kann, ich hoffe, jetzt blamiere ich mich nicht zu Tode, aber es müsste stimmen. So, machen wir jetzt 3 mal 185. Also 3 mal 185 sind 555. Halleluja. So, und 5 plus 5 plus 5 sind... Hallo? 15. Das hat ja ein bisschen gedauert. Jetzt gucken wir nochmal noch auf Seite 15, ob wir richtig sind. Ob du richtig stehst. Siehst du, wenn das Licht angeht. So, Seite 15. Ah, und wir kommen von Seite 48. So. Kann ich ja wieder meine fantastische, seht ihr gar nicht, ne? was ich hier für euch gebastelt habe. Wir haben hier so einen Buchständer. So sieht er hier aus. Sind bloß die Dinger hier kaputt gegangen. Das Ding ist aber auch schon 10 Jahre alt. Das habe ich mir mal fürs Studium gekauft gehabt. Und die hier, die sind normalerweise auf unseren Türen drauf. Wegen die Katzen. Wegen die Katzis. So, aber so kann ich arbeiten. Okay, das war's für diese Folge. Wir haben erste Probleme gehabt, aber erstmal eine spannende Geschichte. Und ich frage mich gerade, wie ich in diese Situation geraten konnte. Mehr dazu in Folge 2. Bis denne. Tschüss.